Die Herstellung von grünem Strom durch Photovoltaik oder Windkraft ist mittlerweile kein Problem mehr. Schwierig wird es, wenn Energie gebraucht wird, die Sonne nicht scheint oder kein Wind weht. Gefragt sind deshalb innovative, bezahlbare Großspeicher, die auch bei der Entsorgung keine Berge von Sondermüll hinterlassen. In Alzenau bei Aschaffenburg ist man einem solchen Speicher jetzt einen großen Schritt näher gekommen. Das Zauberwort heißt organischer Energiespeicher oder Organic Flow Battery. Und so sieht das Herzstück des neuen Speichers aus. Die Besonderheit bei Flow-Systemen ist, dass die Energie nicht hier drin gespeichert wird, sondern in Tanks neben diesen Komponenten. Das Geheimnis des organischen Speichers ist also die Flüssigkeit in den Tanks, das sogenannte Elektrolyt. So wie dieses Modell könnte eine Speichereinheit aussehen. Diese würde für etwa 40 Einfamilienhäuser ausreichen. In der Mitte der Energiewandler, rechts und links die Tanks, gefüllt mit Lignin, eine Substanz, die in Bäumen vorkommt und bei der Papierproduktion übrig bleibt. Im Labor haben es die Chemiker geschafft, das Lignin so zu verändern, dass es Strom speichern kann. Und so funktioniert das System. Das Windrad erzeugt Energie. Die Energie wird in Form von Strom weitergegeben an den Energiewandler. Dort wird der Strom an die Flüssigkeit übergeben. Die Flüssigkeit wird geladen und speichert diese Energie. Und bei Bedarf kann diese Energie in Form von Strom wieder abgegeben werden. Gedacht ist der organische Speicher für Bereiche, wo viel Energie benötigt wird. Beispiel ein Neubaugebiet. Der Strom, der von Windrädern oder Photovoltaikanlagen kommt, wird zum Speicher geleitet. Von dort aus können dann Wohnhäuser und Schnellladestationen für E-Fahrzeuge versorgt werden. Die bislang durchgeführten Tests belegen nach Angaben der Forscher, dass die organischen Speicher den herkömmlichen Akkus weit überlegen sind. Erste Testanlagen werden noch in diesem Jahr ausgeliefert. Der Endkunde muss sich dagegen noch gedulden. Die ersten kommerziellen Systeme, die wir frei verkaufen werden, werden ab 2021 zur Verfügung stellen. Der Preis soll übrigens weit unter dem eines herkömmlichen Stromspeichers liegen. Wenn das System aus Unterfranken auch den Praxistest besteht, wäre das womöglich ein Quantensprung bei der Stromspeichertechnik.